Wenn du regelmäßig streamst und du Geld dadurch generierst oder bekommst, dann bist du selbstständig. Und dann musst du dich natürlich auch mit der Steuer beschäftigen. Alles, was du als Streamer in Deutschland über die Steuer wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und als Streamer bist du in Deutschland selbstständig. Genauer gesagt, du bist gewerbetreibend. Und als Gewerbetreibender muss man in Deutschland ja natürlich auch Steuern bezahlen. Und es gibt als Selbstständiger oder als Gewerbetreibender in Deutschland drei Steuerarten, die du kennen solltest. Und zwar einmal die Einkommensteuer, dann die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuern für Selbstständige in Deutschland schon mal so ein allgemeines Video aufgenommen. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. Deswegen, wenn das ganze Thema komplett neu für dich ist, schau da unbedingt einmal vorbei. In diesem Video wollen wir uns das Ganze speziell für Streamer mal genauer anschauen. Grundsätzlich gibt es für Streamer oder Selbstständige in Deutschland noch zwei Sonderformen. Und zwar einmal, ich würde mal sagen, die selbstständige Tätigkeit, wo du trotzdem Umsätze generierst, du aber insgesamt trotzdem einen Verlust machst. Und zwar kannst du immer dann, wenn du Einnahmen generierst, natürlich auch alle Kosten absetzen. Für deine Software, für dein Equipment und all solche Sachen. Und wenn du insgesamt einen Verlust machst und auch dauerhaft planst, einen Verlust zu machen, dann ist das keine Selbstständigkeit. Dann redet das Finanzamt da von Liebhaberei. Liebhaberei ist, ich würde mal sagen, die Finanzamtbezeichnung für Hobby. Und zu dem Thema Liebhaberei habe ich natürlich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. An dieser Stelle kannst du dir auf jeden Fall merken, wenn du eine Selbstständigkeit hast, du damit insgesamt aber eigentlich immer Verluste machst, dann ist das fürs Finanzamt irrelevant und dann musst du tatsächlich auf die Umsätze auch keine Steuern bezahlen. Wenn du nebenberuflich selbstständig bist und unter 410 Euro im Jahr Gewinn machst, also pro Jahr 410 Euro, das ist relativ wenig, um ehrlich zu sein, dann musst du auch keine Steuern bezahlen. Das heißt, wenn du einen Hauptjob hast, nebenbei ein bisschen streamst, aber nie mehr als 410 Euro Gewinn machst, dann musst du auch keine Steuern bezahlen. Für alle anderen gilt die, ich würde mal sagen, normale Steuerpflicht. Und zwar erstmal für die Einkommensteuer. Bei der Einkommensteuer rechnest du alle deine Einkommensquellen zusammen. Also beispielsweise ein Job oder aber deine Selbstständigkeit. Und wenn du dann über den Grundfreibetrag bist, dann musst du Steuern bezahlen. Der Grundfreibetrag, der wird jedes Jahr so ein kleines bisschen angepasst. Im Jahr 2023 liegt er bei 10.908 Euro. Du kannst dir grob merken, wenn du pro Jahr aus allen Einkommensquellen über 11.000 Euro liegst, dann wirst du auch Einkommensteuer zahlen müssen. Die Umsatzsteuer wird ein bisschen anders berechnet. Und zwar Umsatzsteuer berechnet sich nicht anhand deines Gewinns, sondern anhand von jeder Transaktion. Du kennst die Umsatzsteuer vielleicht nicht aus dem normalen Tagesgebrauch, aber du kennst die Mehrwertsteuer. Und die Mehrwertsteuer ist die Umsatzsteuer. Und da gibt es eine Vereinfachungsregelung, die heißt Kleinunternehmerregelung. Wichtig hier auch, Kleinunternehmerregelung bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer, nicht auf die Einkommensteuer. Das bedeutet, du kannst, wenn du unter 22.000 Euro Umsatz, gesamten Umsatz im letzten Jahr gemacht hast, kannst du quasi darauf verzichten, Umsatzsteuer zu zahlen. Ich habe zu dem ganzen Thema Kleinunternehmerregelung auch schon eine ganze Reihe an Videos aufgenommen. Am besten packe ich dir die ganzen Videos einfach mal unten in die Videobeschreibung, dann kannst du dich mal durchklicken. Die dritte Steuerart, mit der du eventuell zu tun hast, ist die Gewerbesteuer. Du bist nämlich als Streamer gewerbetreibend und als Gewerbetreibender ist man in Deutschland auch gewerbesteuerpflichtig. Das Schöne an der Gewerbesteuer ist aber, da gibt es für Einzelunternehmen, also für dich als Streamer, wenn du keine GmbH hast, gibt es einen Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro. Das heißt, du kannst bis zu 24.500 Euro Gewinn machen, bevor du überhaupt nur irgendwie Gewerbesteuer zahlen musst. Davor kriegst du zwar irgendwie so einen Gewerbesteuerbescheid und so weiter, du musst aber faktisch keine Gewerbesteuer bezahlen. Wenn du dann Gewerbesteuer zahlst, weil du über 24.500 Euro Gewinn machst, dann kannst du tatsächlich die gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen. Man merkt also, das Ganze ist schon ziemlich verworren und ziemlich verwirrend. Aber natürlich habe ich auch dazu ein Video aufgenommen, wie viel Gewerbesteuer du eigentlich auf die Einkommensteuer anrechnest und was das alles mit der ganzen Berechnung macht. Auch dieses Video verlinke ich dir einfach mal oben rechts. Wichtig hier an dieser Stelle ist, dass du nicht einfach einmal Steuern bezahlst, sondern du hast wirklich insgesamt drei Steuerarten, die du als Streamer im Blick haben solltest. Die größte steuerliche Herausforderung haben Streamer tatsächlich, ihre Geschäftspartner herauszufinden. Also das ist mit die anspruchsvollste Tätigkeit, zu verstehen, mit wem habe ich jetzt gerade eigentlich einen Vertrag. Grundsätzlich ist es nämlich natürlich so, dass du alle Einnahmen, die du im Rahmen deiner ganzen Tätigkeit bekommst, versteuern musst. Und das gilt auch für Geschenke.
Also wenn dir jemand Geld donatet in einem Stream. Aber auch, wenn dir Unternehmen bestimmte Produkte zur Verfügung stellen, die du anschließend behalten kannst. All diese Dinge sind nicht for free. Du musst darauf tatsächlich Steuern bezahlen. Und manchmal ist das gar nicht so einfach herauszufinden, mit wem du eigentlich genau eine Geschäftsbeziehung hast. So ist es zum Beispiel auf YouTube so, wenn du auf YouTube streamst und jemand nutzt den Superchat oder donatet irgendwas im Chat, dann hast du keine Geschäftsbeziehung mit dem Zuschauer. Also der Zuschauer spendet nicht dir das Geld, sondern der Zuschauer spendet YouTube das Geld und YouTube beteiligt dich daran. Das heißt, du hast als Streamer nur die Geschäftsbeziehung mit YouTube. Und YouTube hat dann mit dem Spender quasi diese Geschäftsbeziehung. Das heißt, es ist so eine Art, ist keine Dreieck, aber das ist einmal über YouTube wird das Ganze gemacht. Und das ist für die Buchhaltung wahnsinnig wichtig, weil du so natürlich keine Rechnungen oder keine Abrechnung zwischen dem Spender und dir selbst brauchst. Das Gleiche ist auch bei Twitch der Fall. Und ich möchte dich an dieser Stelle einfach mal dafür sensibilisieren, genau hinzuschauen, von wem bekommst du das Geld, wie rechnet sich das genau ab und wer ist eventuell der Vertragspartner und an wen müssten Rechnungen gestellt werden, wenn denn Rechnungen gestellt werden müssten. Weil das hat steuerlich, vor allem für die Umsatzsteuer, große Auswirkungen. Wenn du gerade anfängst zu streamen, dann gibt es so ein Steuerformular. Das ist das sogenannte W8BEN oder W8BEN-I Formular. Und ich habe schon von einigen Streamern gehört, die gesagt haben, nee, um die Steuer, da kümmert sich ja Twitch. Die behalten 30% und damit bin ich fein. Nein, das stimmt tatsächlich leider nicht. Dieses Formular gilt für die Steuerpflicht in den USA. Und du bist als Twitch-Streamer in Deutschland nicht in den USA steuerpflichtig. Das heißt, wenn du dieses Formular richtig ausfüllst, dann behält Twitch nichts von deinem Geld ein. Das heißt, diese 30%, die Twitch eventuell einbehält, die sind falsch, weil das ist die Quellensteuer in den USA. Das heißt, es ist für die Steuer in den USA. Wenn du aber selbstständig in Deutschland bist, dann bist du in Deutschland steuerpflichtig, dann sollte Twitch für die USA kein Geld einbehalten, sondern dir 100% auszahlen. Du musst dafür aber in Deutschland natürlich Steuererklärungen erstellen und dann in Deutschland die Steuern bezahlen. Wenn du dieses Formular falsch ausfüllst oder gar nicht ausfüllst und dir Twitch nur 70% auszahlt, dann heißt es nicht, dass du jetzt frei bist, weil du ja schon 30% Steuern gezahlt hast. Nee, dann hast du 30% in den USA Steuern gezahlt und musst die 70% halt in Deutschland trotzdem nochmal versteuern. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, fülle dieses Formular ordnungsgemäß und wahrheitsgemäß aus, damit dir wirklich 100% ausgezahlt wird. In der Regel bekommst du als Streamer dann aus unterschiedlichen Quellen Geld überwiesen. Zum Beispiel von YouTube, zum Beispiel von Twitch, aber zum Beispiel auch von Patreon. Und da musst du immer darauf achten, wer sind deine Geschäftspartner. Bei all diesen Beispielen, die ich gerade erzählt habe, also YouTube, Twitch, Patreon, das sind Unternehmen, die quasi das Geld von den Spendern einsammeln und du hast eine Geschäftsbeziehung mit diesen Unternehmen. Das heißt, du hast eigentlich nur einen Abrechnungspartner. Und vielleicht schauen wir uns das Ganze mal anhand des Beispiels von Twitch an. Twitch ist kein deutsches Unternehmen, das wird dich nicht überraschen. Twitch gehört zu Amazon und Twitch hat seinen Sitz in den USA. Das heißt, du hast bei allen Geldern, die du von Twitch bekommst, eine Geschäftsbeziehung, eine B2B-Geschäftsbeziehung, also Business to Business. Das heißt, du hast eine von Unternehmen zu Unternehmen Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in den USA. Und du bist als Streamer der Leistungserbringer. Das heißt, in der Theorie müsstest du für jede Auszahlung an Twitch eine Rechnung stellen. Und zwar ganz, ganz wichtig, eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Das gleiche gilt übrigens auch für YouTube, weil YouTube hat seinen Sitz, zumindest den Europasitz, in Irland. Das heißt, das ist auch eine internationale Geschäftsbeziehung. Und immer dann, wenn du eine solche Geschäftsbeziehung hast, also eine B2B-Geschäftsbeziehung, über Ländergrenzen hinweg, dann ist der sogenannte Ort der Leistung immer da, wo dein Kunde ist. Und deine Kunden sind in den Fällen beispielsweise Twitch oder YouTube. Das bedeutet, du kriegst dieses Geld ohne Umsatzsteuer. Um es ganz konkret zu machen, diese Einnahmen musst du verbuchen in deiner Buchhaltung als nicht steuerbare Einnahmen. Und zwar ohne Umsatzsteuer. Das heißt, auf diese Auszahlung von YouTube, Twitch und so weiter musst du keine Umsatzsteuer abführen. Anders würde es sich verhalten, wenn ein deutsches Unternehmen für dich quasi Spenden einsammelt und du dann diese Auszahlung bekommst. Dann ist das nämlich eine Deutschland-zu-Deutschland-Geschäftsbeziehung und dann wären deine Auszahlungen inklusive Umsatzsteuer. Bei den großen Plattformen sind es aber internationale Player und da hast du halt eine internationale Beziehung, also
keine Umsatzsteuer. Und ein ganz wichtiger Hinweis zum Thema Rechnung. Ich weiß, du bekommst keine nach deutschem Recht ordnungsgemäße Rechnung von Twitch. Du brauchst in Deutschland aber eine ordnungsgemäße Rechnung, sonst würde das Finanzamt nämlich nicht glauben, dass diese Einkünfte ohne Umsatzsteuer waren. Was machen wir, um das ganze Problem zu lösen? Wir erstellen uns selbst eine Rechnung. Das heißt, du brauchst ein Rechnungsprogramm, in dem du dann quasi eine Rechnung erstellst, und zwar eine Rechnung ohne Umsatzsteuer an Twitch oder an YouTube. Das ist eine sogenannte Proforma-Rechnung. Warum Proforma? Die erstellst du wirklich nur für deine Buchhaltung. Also die brauchst du nicht ausdrucken und dann an Twitch zu schicken. Die wollen das gar nicht haben. Aber du brauchst für deine Buchhaltung halt eine ordnungsgemäße Rechnung. Und deswegen solltest du in all diesen Fällen, wo du einfach nur eine Auszahlung bekommst und keine Gutschrift oder keine, ja, ich würde mal sagen, ordnungsgemäße Rechnung mit allen Angaben bekommst, immer in diesen Fällen solltest du eine Proforma-Rechnung an diese großen Streaming-Anbieter stellen. Anders verhält es sich zum Beispiel bei PayPal oder TippyStream. Ganz ehrlich, die sind eine reine Katastrophe. Und zwar hast du da nicht eine einfache Geschäftsbeziehung mit PayPal beispielsweise, sondern theoretisch hast du eine Geschäftsbeziehung mit jeder einzelnen Person, die dir per PayPal Geld spendet. Das bedeutet, dass du zumindest in der Theorie jedem einzelnen Spender eine eigene Rechnung ausstellen musst. Und ganz ehrlich, große Streamer, wie viel 1, 2, 3, 4 Euro Beträge die gespendet bekommen. Wenn die jetzt für jede einzelne Donation eine Rechnung erstellen müssten, dann hätten sie keine Zeit zum Streamen mehr. Und das klingt irgendwie hart, aber es ist rechtlich tatsächlich so, dass da Hunderte, Tausende, Zehntausende einzelne Geschäftsbeziehungen stattfinden und du dieses Geld versteuern musst. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du all diese Einnahmen, die du über TippyStream, PayPal und so weiter bekommst, also überall da, wo du einzelne Geschäftsbeziehungen zu den Spendengebern hast, da solltest du diese Umsätze mit 19% Umsatzsteuer buchen und diese 19% Umsatzsteuer auch abführen. Das kann unter Umständen eventuell falsch sein, weil es könnte ja beispielsweise jemand anderes auch, ich würde mal sagen, betrieblich veranlasst dir spenden und dann verhält sich das Ganze mit der Umsatzsteuer anders. Allerdings der Aufwand, das bei allen Spenden einzeln zu überprüfen oder noch viel schlimmer, schon bei der Spende abzufragen, ist vollkommen unmöglich. Und deswegen würde ich dir rein pragmatisch empfehlen, dass du bei allen Spenden, die du über PayPal, TippyStream und so weiter bekommst, einfach 19% Umsatzsteuer abführst, dann hast du kein Drama, das Finanzamt wird sich nicht beschweren. Wir haben bis hierhin quasi nur über die Buchhaltung und die Umsatzsteuer gesprochen. Das heißt, wie wird das Ganze eigentlich umsatzsteuerlich gemacht? Um es nochmal zusammenzufassen, die großen Player wie YouTube, Twitch und so weiter, die zahlen dir einfach Geld aus ohne Umsatzsteuer. Du musst eine Proforma-Rechnung erstellen ohne Umsatzsteuer. Du verbuchst das Ganze als nicht steuerbare Einnahmen. Fertig ist die Kiste. Alle Einnahmen, die du bekommst von den Spendern über PayPal oder TippyStream und so weiter, die buchst du idealerweise als Einnahmen mit 19% Umsatzsteuer. Und dann hast du ja Nettobeträge. Das heißt, die Beträge am Ende ohne Umsatzsteuer. Das ist erstmal deinen Umsatz. Und dann kannst du von diesem Umsatz alle möglichen Kosten absetzen, die du für deine Streams brauchst. Also das technische Equipment, die Software, Lichter, Internetkosten, Hostingkosten, aber auch wenn du Geschäftsreisen haben solltest und so weiter. Alle Kosten, die du irgendwie im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit hast, kannst du dann als Betriebsausgabe erfassen. Und dann hast du nach deinem Nettoumsatz, also Umsatz ohne Umsatzsteuer, all deinen Betriebsausgaben am Ende einen Gewinn. Und dieser Gewinn ist dann die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer und für die Gewerbesteuer. Neben den ganzen relativ komplizierten Vertragsbeziehungen, die Streamer haben, gibt es noch eine zweite riesengroße Steuerfalle. Und zwar Sacheinnahmen. Wenn du das ganze Wort noch nie gehört hast, dann solltest du unbedingt mal in § 8 Einkommensteuergesetz lesen. Den kennen nämlich viele gar nicht. Da ist geregelt, was eigentlich als Einnahmen gilt. Und da steht, Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen seiner Einkunftsarten und so weiter zufließen. Was lernen wir daraus? Einnahmen ist nicht nur Geld, sondern auch Geldeswert. Und das haben wahnsinnig viele Streamer, Content Creator, Influencer und so weiter. Das bedeutet, wenn dir ein Unternehmen Dinge, Produkte, Dienstleistungen zur Verfügung stellt und du die privat nutzen darfst und du dafür sie halt erwähnst oder zeigst, dann ist das eine Einnahme, die in Geldeswert besteht und dann musst du tatsächlich diese Sacheinnahmen auch versteuern. Das heißt, wenn dir irgendein PC-Hersteller beispielsweise ein 10.000 Euro PC zur Verfügung stellt und du ihn quasi irgendwie in den Hintergrund stellst, damit man den sehen kann oder den Namen regelmäßig erwähnst, dann
sind diese 10.000 Euro tatsächlich Umsatz, den du versteuern musst. Das Ganze ist also nicht steuerfrei, sondern ist auch eine Einnahme. Und das ist auch wirklich wichtig, dass du das Ganze sauber dokumentierst, weil das Finanzamt weiß ganz genau, dass du als Content Creator, als Streamer solche Einnahmen hast. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall eine Dokumentation über die Dinge, die dir quasi in Form von Dienstleistungen, Produkte und so weiter zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe zu dem ganzen Thema Sacheinnahmen auch schon mal ein separates Video aufgenommen, deswegen will ich das hier an dieser Stelle nicht ganz zu groß machen. Wichtig ist für dich aber zu wissen, diese Sacheinnahmen sind auch steuerpflichtig. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie du diese ganze Steuerpflicht tatsächlich umgehen kannst. Und zwar kann dir das Unternehmen, was dir beispielsweise diesen PC zur Verfügung stellt, eine Pauschalversteuerung vornehmen. Bedeutet nicht, dass du den PC einfach bekommst, weil dann müsstest du ihn erfassen und darauf Steuern bezahlen, sondern das Unternehmen, das dir diesen PC zur Verfügung stellt, kann die Versteuerung für dich übernehmen. Wichtig dann ist allerdings, dass du einen Nachweis darüber bekommst. Das heißt, du brauchst neben solchen Zuwendungen, in dem Fall dem PC, unbedingt noch dieses Dokument, mit dem dokumentiert ist, dass dieser PC schon versteuert worden ist. Das ist eine Bescheinigung nach § 37b Einkommensteuergesetz. Deswegen solltest du in Zukunft, wenn du solche Kooperationen machst, unbedingt immer nach so einem Steuernachweis fragen. Wenn das Ganze ein Problem ist, solltest du dir immer überlegen, ob es das denn wert ist, weil du das Ganze halt entsprechend versteuern musst. Und hier auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze bezieht sich dann immer nur auf die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Das heißt, diese pauschale Versteuerung ist nicht für die Umsatzsteuer. Das heißt, umsatzsteuerlich müsstest du diesen PC dann trotzdem noch einmal versteuern. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und so ein kleines bisschen Licht in diesen ganzen Dschungel bringen. Ehrlicherweise ist das deutsche Steuerrecht ziemlich alt und auch ehrlicherweise schon sehr viel älter als der Beruf des Content Creators. Und das Ganze führt deswegen dazu, dass es manchmal wahnsinnig schwierig ist, diese modernen Tätigkeiten, diese modernen Geschäftsbeziehungen und Rechtsverhältnisse irgendwie in dieses alte Steuergesetz einzubringen. Wenn du dann noch Fragen hast, Einzelsituationen hast und so weiter, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Schau auch unbedingt einmal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir einige weitergehende, vertiefende Videos verlinkt, wo wir schon auf Teilaspekte eingegangen sind. Auch Videos, die ich hier so noch gar nicht erwähnt habe. Wenn du einen Steuerberater für diesen ganzen Krempel brauchst, also sowohl für deine Buchhaltung als auch für deine Steuererklärung und so weiter, dann schau dir einmal an, was wir machen und ob wir dir eventuell weiterhelfen können. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, um uns ein bisschen kennenzulernen. Wir haben zum Beispiel hier oder hier ein Video.